nehmen, weil das ihn hätte warnen können. Nun bin ich davon ausgegangen, dass er dort unter Observation steht, denn es waren ja Leute dort, die zu den Sicherheits- und zu zwei Sicherheitsdiensten gehörten. Dass dies nicht der Fall war, habe ich ja erst später erfahren. Der Ratschlag war schlicht falsch. Er war unglaublich. Denn das hieß ja praktisch, dass man einen Bundeskanzler der Bundesrepublik zum Köder nimmt, um einen Spion zu überführen, der bis dahin bestenfalls zur Mittelklasse gehört hatte. Und so macht sich Guillaume samt Frau und Kind mit eigenem Auto auf den Weg nach Norwegen. Er wittert eine Sternstunde und ist entschlossen, sie zu nutzen. Auf halbem Weg machen die Guillaumes im schwedischen Halmstad Station. Hier bucht der Spion auch eine Übernachtung für die Rückreise. Das Datum teilt er auf einer Postkarte als Urlaubsgruß getarnt einem Kontaktmann namens Peter mit. Familie Guillaume passiert die schwedische Grenze und fährt durch die norwegische Wald- und Seenlandschaft weiter in einen idyllischen Ort bei Hamar. Hier haben die Brands ein Ferienhaus, ein Ort der Ruhe, abseits vom politischen Trubel. Für die Guillaumes ist ein Häuschen in Sichtweite gemietet. Das Szenario ist absurd. Der Regierungschef auf engstem Raum mit einem DDR-Spion, der eigentlich schon enttarnt ist. Die Idylle wirkt beklemmt. Günther Guillaume ist immer dabei und am Drücker. Er hat in diesen Tagen ungeahnte Chancen. In einer Jugendherberge in der Nähe des Brandschen Privatquartiers sind die Sicherheitsbeamten untergebracht. Und die Fernschreibzentrale. Hier laufen die Nachrichten an den Kanzler ein. Sie werden entschlüsselt, in Klarschrift gebracht und dem Spion in die Hand gedrückt. Darunter streng geheime Post, etwa eine Nachricht des amerikanischen Präsidenten über Differenzen in der westlichen Allianz. Damals hatte ich den Eindruck, es ist schon etwas Ungeheuerliches. Eine Krise innerhalb des Bündnisses. Einen echten Streit zwischen Deutschen, Franzosen, Engländern und Amerikanern. Ich hatte ja zeitweilig sogar die Wahnsinnsidee gehabt, also aus späterer Sicht Wahnsinnsidee. Du musst jetzt mit dieser Sache deine Arbeit beenden. Du fährst mit der Fähre rüber nach Warnemünde in die DDR und bringst das selber hin. Guillaume bleibt an der Quelle. Die Dokumente verpackt er im Aktenkoffer des Kanzlers. In einen zweiten, gleichen, legt er die Souvenirs des Kanzleramtes. Diesen Koffer gibt Guillaume dem Sicherheitsbeamten Bauhaus und bittet ihn, diesen mit zurück nach Bonn zu nehmen. Er selbst wolle die wichtige Mappe nicht in seinem Privatwagen transportieren. Tatsächlich hat er sie im Gepäck. Wie geplant macht er in Schweden im Hotel Hallandia wieder Halt. An der Bar trifft er Peter, dem Boten Mischa Wolfs, wie auf der Hinreise bestellt. Reden ist nicht nötig. Guillaume schiebt dem Fremden seinen Zimmerschlüssel zu. Peter geht. In Guillaumes Zimmer wird er ausgebreitet die geheimen Dokumente finden. Er wird sie fotografieren und dann ohne Aufsehen verschwinden.
Adressat der heißen Fracht ist die Normannenstraße in Ost-Berlin. Auch dort herrscht Urlaubszeit. Mischa Wolf ist angeblich in Ferien. Wer hat die Ware in Empfang genommen? Kam sie überhaupt an? Was geschah mit den geheimen Dokumenten? Ist es wirklich zu Ihnen ins Ministerium gekommen? Ja, obwohl die Antwort auf diese Frage wahrscheinlich entlastend wäre für mich, muss ich sie doch verweigern. Ich weiß es nicht. Ich muss Ihnen sagen, ich hätte sehr unruhige Zeiten gehabt und wäre in meiner inneren Sicherheit nach meiner Rückkehr 1981 sehr beeinträchtigt gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass ich eigentlich etwas umsonst riskiert habe. Also dazu möchte ich jetzt noch keine Auskunft geben. Zurück in Bonn scheint alles seinen Gang zu gehen. Der Kanzler feiert seinen 60. Geburtstag. Ein Stelldichein von Freunden und Gegnern aus der eigenen Partei und anderen. Doch der Glanz ist trügerisch. Wirtschaftsflaute, Energiekrise und Querelen mit den eigenen Genossen. Der Kanzler hat die Lust verloren. Fast. Und dann ist da immer noch der Verdacht gegen den Referenten. Ich habe mir aber ab und zu gedacht, ja, wie wird er denn wohl hier observiert im Kanzleramt? Wer macht das? Wird sein Telefon abgehört und so weiter? Und dann habe ich gedacht, naja, die machen das sehr gut, ich merke nichts davon. Tatsache ist, dass er gar nicht observiert wurde. Tatsache ist, Christel, Guillaumes Frau, wird observiert. Doch Günther denkt, ihre Bewerbung als Sekretärin im Verteidigungsministerium sei der Grund dafür. Dass die Späher den Guillaumes auf den Fersen sind, ist allzu offensichtlich. Doch noch immer bleibt alles streng geheim. Der Kanzler lässt sich deshalb noch immer nichts anmerken. Nicht einmal gegenüber seiner Frau. Die Ruhe vor dem Sturm. Für alle drei. Dann zieht sich die Schlinge zu. Guillaume selbst wird observiert. Er bemerkt es schnell. Beamte vom Verfassungsschutz folgen ihm auf Schritt und Tritt. Erst immer wieder in Bonn, dann im April 1974 auf dem Weg nach Südfrankreich. Und dennoch nutzt er nicht die Chance zu fliehen. Ich wäre nie weggegangen ohne einen Befehl. Man wirft doch, wenn man an einer solchen Stelle steht, nicht die Flinte ins Korn. Und da hält man aus bis zum Schluss. Sie wussten, Christel wird observiert später, Günther selbst. Sie schmunzeln darüber. Das wussten wir nicht, dass Günther selbst observiert. Sie selbst wussten das nicht? Nein. Das wusste nur Günther Guillaume? Das wusste und das hat er auch selbst. Nicht weit. Wir hatten ja praktisch jede Verbindung eingestellt. Sie hätten ihn sonst zurückgezogen, sofort? Ja, das brauchten wir nicht. Er hatte die Weisung. Es kam kein Befehl aus Berlin zu gehen. Und zweitens wäre das ja auch nicht einfach gewesen. Ich hätte doch selbst zum Schluss, als ich noch mal in Frankreich war, wenige Tage vor meiner Verhaftung, und als ich die Observierungen, also die waren ja überhaupt nicht mehr zu übersehen, ja, als ich mir dann im Kopf, natürlich macht das jeder, man macht dann Gedankenspiele. Was könntest du jetzt machen?
Ich hätte es doch nicht getan. Ich hätte doch meine Frau, meine Schwiegermutter, meinen Sohn nicht in den Schlamassel in Bonn sitzen lassen und hätte mich in Sicherheit gebracht. Wie hätte ich denn überhaupt weiterleben sollen? Ubierstraße 107, Bonn, Bad Godesberg. Beamte des Bundeskriminalamtes auf dem Weg in den ersten Stock. Sie haben einen Haftbefehl des Generalbundesanwalts in der Tasche. Es ist Mittwoch, der 24. April 1974, 6.32 Uhr morgens. Günther Guillaume gibt sich spontan als Offizier der DDR zu erkennen. Es ist der lang ersehnte Beweis. Es klingelt also früh. Und damals in Godesberg kamen also noch die Brötchen und die Milch. Und Sie denken also, der hat heute irgendwo geklingelt.